Heute gucken wir mal hier in das Top-Archiv rein. Die erste Schwarmkontrolle. Fliegen zwar schon ein paar Drohnen, aber ich glaube, da wird noch nichts sein. Aber man kann sich ja auch irren. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Da sind schon die ersten Drohnen. Das ist noch keine Schwarmstimmung. Oben machen sie einen schönen Futterkranz. Und das Brutnest wird immer größer. Und wie man gesehen hat, gehen die Brutwarmen gut raus, weil die halt nicht so angebaut werden an den Seiten.
So, hier kann man die Anordnung nochmal schön sehen. Also wir haben hier 6 Brutwaben. Absperrgitter und dahinter kommt der Honigraum. Vorne das Sheet, um mehr Platz zu haben, um ans Brutnetz zu kommen, zum Bearbeiten. Braucht man sich nicht so quälen, die kann man so an die Seite schön freischneiden, falls sie verbaut sind. So, jetzt machen wir wieder zu. Königin habe ich gesehen. Oh, und jetzt gucken wir nochmal hinten in den Honigraum, aber von unten. Erstmal ein bisschen Rauch. So kann man es schlecht erkennen. Es wird schon schwer gebaut. Böse sind die heute. Ja, die sind heute nicht so gut drauf hier, schon Stich kassiert gerade. Das war's aber schon. Hab bloß geguckt. Also Schwarmstimmung, die Drohnen müssen ja noch geschlechtsreif werden. Ich schätze mal frühestens nächste Woche. Tragen schon gut ein. Und Brot ist auch genug da. Und die haben noch Platz auf den 6 Waben. Ja, mehr gibt es nicht zu tun. Honigraum wird auch schon kräftig gebaut. Konnte man ja in dem Video sehen. Und heute ist schönstes Wetter. Und sie tragen hier ein. Die Kirsche blüht da hinten. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Die ersten Drohnenwaben habe ich auch geschnitten, um Wachs zu ernten und die Schwarmstimmung zu kontrollieren. Weil das ist frischer Warmbau und da bauen sie am liebsten oder gerne die Spielnöpfchen. Und auch die ersten Beiselzellen, und das kann man dann schön kontrollieren beim nächsten Mal, wenn sie wieder ausbauen. Und ob es dann ein Herzchen ist oder mehrere Zungen, dann kann man schon ein bisschen was über Schwarmstimmung erfahren. Ein Volk hatte ich übrigens. Das hat schon die ersten bestifteten Beisel oder Spielnüpfchen. Habe ich mal durchgeguckt und gebrochen. Mal nächste Woche nochmal gucken.